Tja. Wenn mitten im Wald Tore sich auftun, dann kann man da mal hingucken. Eigentlich war ich zum Wandern hier, um mir was anzugucken. Ja, aber wie man sieht, man findet auch noch andere Sachen. Muss nur die Augen aufmachen. Ah, super. Aber Mücken ohne Ende. Oh. Gehen wir mal den Weg durch, gucken wir mal, was am anderen Ende des Weges hier passiert. Oh, da ist noch eine Ruine. Interessant. Einmal Grundmauern. Oh. Ein Turm mit Antenne. Ich habe heute kein GPS dabei. Super. Passt. Scheint auch öfters ja mal jemand hochzuklettern. Die Stufen sind komplett blank. Der Zaun geht zwar weiter. Aber für uns ist kein Weiterkommen. Sehr filigran der Mast. Da bin ich ja mal gespannt, was auf meiner Karte steht, was das hier sein soll. Vielleicht ein altes Freibad. Oh, natürlich nicht. Mitten im Wald. Auf keinen Fall. Ich tippe aber auf so eine Kläranlage oder Rückstaubecken oder alte Fichtzucht. Kann ich mir hier alles vorstellen. Das lange Becken hier neben mir. Oh, schön viel Müll drin. Natürlich braucht man. Oh. Hier sind auch irgendwelche Becken. Oh, noch ein zusätzlicher Raum, obwohl. Nee, zusätzlicher Raum glaube ich nicht. Ich glaube eher ein Becken. Das ist tiefer als hier. Komische Anschlüsse. Wenn das Haus hier nie zu gewesen wäre. Teil des Daches sieht man noch. Und hier haben wir mal einen Überblick über den ganzen Teich, der da mehrere Meter in den Wald reinragt. Und wenn es euch jetzt wundert, warum mir das aufgefallen ist, dann achtet mal jetzt gleich auf den netten Ausgang.
mitten im Wald ein Tor und auf der anderen Seite ebenfalls ein Tor. Und das macht mich doch dann sehr neugierig.